Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf meinem Kanal As Reiter. Wir sind in Folge Nummer 13, glaube, von Simotrans mit dem Comic-Pack. Ja, unser Ziel war hier diese Folge zu schauen, Lüneburg, zwei Brücken, da fahren noch ganz viele, aber die könnten eigentlich hier lang fahren, das müssen wir aber gucken. Und das andere war Jena, Königsbrunnen, glaube. Da stehen hier ganz viele und die müssen da hin. 77 auf jeden Fall. Da müssen wir uns in der Folge drum kümmern. Ich würde sagen, nach dem Intro schauen wir da weiter. So, hier spricht ja einiges dafür, dass wir gerade schauen, dass wir hier einen Zug dann hin machen. Der kann einfach geradeaus weiterfahren, denke ich, so ungefähr. Müssen wir mal später gucken, wie wir das machen. Aber erstmal ganz einfach Gleise legen. Von hier so bis nach da. Fährt der schön da unten rum, bleibt auf einer Ebene, kommt hier hoch und kommt nach hier. Können wir das noch ein bisschen anders gestalten? Ja, machen wir so und dann kann man nämlich wunderbar hier reinfahren und kriegen den Bahnhof da auch direkt angeschlossen am Rathaus. Und dann passt das schon, oder? So, dann ist die Frage, wir haben Zug, der aber ganz viel durch die Gegend fährt, ne? Hier wird ausgewichen. Ich glaube, wir lassen den hier nicht mehr so weit fahren, sondern werden den Fahrplan ändern. Jena nicht mehr, Köln fährt er als letztes an und dann werden wir das einkürzen. Dann werden wir jetzt schauen, dass wir einen Zug kriegen, eine Linie kriegen erstmal vielleicht von Köln nach über Jena nach Königsbrunn. So da. Nach da, nach da und dann wieder zurück. Nach da und dann fährt er wieder nach Köln. Na, genau. Das ist dann ein Regionalzug. Ne, ein Personenzug, ne? Haben wir da immer geschrieben, oder? Ich weiß es ja auch nicht mehr. Königsbrunn, Jena, Köln. Eigentlich müsste Jena als erstes stehen, aber das ist doof, weil es in der Mitte ist. Königsbrunn, Köln. Ich glaube, Köln ist es dann. Jena. Königsbrunn. Haben wir es so richtig geschrieben? Königsbrunn, Jena, Köln. Schuss. So, passt. Schließen. Keiner von denen ist jetzt hier unterwegs, oder? Das heißt, wir nehmen hier einen Zug, den mit den drei Anhängern wieder, wie immer. Und der Fahrplan wird Köln, Jena, Königsbrunn sein. Das passt. Jetzt müssen wir nur gerade überlegen, wann er am besten rausfährt. Eigentlich ist es egal, weil da Signale sind. Das heißt, er kann starten. Der müsste jetzt hier hochfahren. Ist die Frage, wo er hinfährt. Aber eigentlich ist es jetzt auch ziemlich egal. Ne, egal ist es nicht, aber wir müssen den Fahrplan ändern. Der Lüneburg-Gütersloh, ja genau, den müssen wir ändern. Das ist hier der letztere. Da nehmen wir Köln nicht raus, sondern wir nehmen Jena raus und nehmen hier nochmal Köln raus. Dann passt das. Dann fährt der so und der andere kommt ja dann da hinten an. So, hier sieht es dann alles gut aus. Hier ist zwar eine Ausweiche, die ist aber nicht mehr von Bedeutung wahrscheinlich. Höchstens wir setzen einen zweiten Zug da irgendwann drauf. Lüneburg. Ach so, Name müssen wir noch ändern. So sieht's gut aus, oder? Schuss. Schließen. Zug fährt. Und der andere Zug ist schon hier, ne? Köln-Jena-Königsbrunn passt.
So, er hat jetzt noch die letzten Fahrgäste wahrscheinlich für. Und die fahren alle nach Köln und dann über Köln. Das sieht doch schon mal gut aus, wenn die über Köln fahren. Dann hat das schon das Spiel registriert, dass es diese Linie gibt. Und er muss da halt hinfahren noch, ne? Ja. Gut, dann haben wir diese Sache schon gelöst, weil da standen ja auch 77 Passagiere, hatten wir gesagt. Und eine kürzere Strecke ist ja auch besser, ne? 77 nach da unten und 15 nach da. Das sieht gut aus. Und hier ist es so, dass der ja auch nach Königsbrunn 9. Ja, das sieht dann gut aus. Das wird schon klappen. Gut. Haben wir das erstmal? Jetzt war Lüneburg zwei Brücken noch angesagt. Da fahren noch ganz viele Kutschen. Und eigentlich wollen wir keine Kutschen. Eigentlich soll er mit dem Zug gefahren werden, ne? Wo fährt er denn jetzt hier hin? Das ist jetzt die Strecke Lüneburg, Gütersloh, Neubrandenburg, Köln. Da müssten die einmal umsteigen. Und dann fahren die da runter. Und der hier unten fährt wahrscheinlich nur Gütersloh, Zweibrücken, ne? Ja. Da das eine relativ lange Strecke ist, lassen wir das so. Und der wird wahrscheinlich irgendwann auch mal zum Bahnhof fahren, schätze ich. Weil hier stehen nämlich genügend zu Burg. Und dann wollen auch noch 27 nach Waldhafen. Also wird das wahrscheinlich der nächste Schritt sein, hier die Strecke zu machen. Königsbrunn, ja. Das ist die andere Seite. Ja, da werden wir definitiv dann das so machen, dass später dieser Zug auch noch verlängert wird. Jetzt ist nur die Frage, wie viel hat er hier drinne? Sechs Fahrgäste, das ist nämlich auch relativ wenig. Und hier fahren die ja sowieso mit der Kutsche. Und die müssen nicht mehr mit der Kutsche fahren. Das heißt, wir nehmen mal gerade die Fahrzeugliste von denen und dann müssen wir die ausmustern. Und die können ja dann definitiv den Zug nehmen, ne? Und voll sind sie auch noch alle. Wir stehen denn da oben in Dingens, wie heißt es? In Lüneburg. 62. Ja. Aber wir haben diese Zuglinie ja verkürzt. Das heißt, die Züge kommen auch intervallmäßig schneller. Die fahren ja jetzt nicht mehr bis nach Jena. Das ist auch besser geworden dann. Ja. Und hier stehen jetzt auch noch welche zum Umsteigen, ne, oder? Lüneburg zwei Brücken. Können das natürlich dann einfach so machen, dass wir zwei Brücken hier rausnehmen, ne? Dann können wir den noch rausnehmen, dann fahren die nur noch zur Burg. Ach so, die Linie haben wir wahrscheinlich schon, ne? Ja, dann machen wir Fahrzeugliste. Dann kannst du hier. Ne, der war da jetzt. Fahrplan. Und das Lüneburg-Burg. Okay, der bedient Lüneburg-Burg. Aber da steht doch Lüneburg zwei Brücken. Ha, das verstehe ich jetzt nicht. Jetzt steht aber Lüneburg-Burg, dann passt's. Da steht Lüneburg zwei Brücken. Nee, das war jetzt hier falsch, sondern wir wollen Fahrplan machen und Lüneburg-Burg steht jetzt hier auch schon. Und ja, das heißt, der ist das auch richtig. Dann kann der das da auch machen und der müsste ja auch, wenn ich hier reinklicke, schon Lüneburg-Burg da stehen haben, ne? So sieht's aus. Das hat Spiel hat erkannt, dass es diese Linie schon gibt. Kann das sein? Fahrplan, Lüneburg-Burg. Was fährt er da? Lüneburg-Burg. Und er fährt Lüneburg-Burg. Und er fährt noch nicht Lüneburg-Burg, fährt er jetzt aber. Und das müsste jetzt nur der sein, der fährt Lüneburg-Burg. Und den hatten wir gerade, ne? Ja, alle fahren Lüneburg-Burg jetzt. Das ist erstmal gut.
Das heißt, hier unten fährt keiner mehr lang. Und da unten ist auch keiner. Aber vielleicht müssen wir die noch irgendwann umändern. Das könnte auch noch sein. Aber erstmal passt's. Über Lüneburg-Rathaus fahren die jetzt, weil zwei Brücken hier nicht mehr erreichbar ist. Das heißt, jetzt fahren alle hier rüber nach Gütersloh und von Gütersloh geht's dann, ne, über Gütersloh geht's dann nach zwei Brücken. Das ist, glaube ich, jetzt richtig. Der fährt hier links rum, oder? Ne, der wartet jetzt auf freie Strecke. Aber wieso wartet er jetzt auf freie Strecke? Der ist da. Zwischen an. Okay, der hat ein Problem mit dem Signal hier, würde ich sagen. Das bedeutet, das müssen wir gerade mal umändern. Hier müssen wir die Strecke verlängern. Und dann gibt es hier ein Ding, ein Signal. Signal hier. Und Signal da. Und dann müsste es klappen, dass er wieder fährt, oder? Meines Erachtens. Der und der. Ja, es sieht eigentlich gut aus, aber er wartet jetzt wahrscheinlich trotzdem noch, dass der da rumfährt, ne? Ach so, okay, das hat er jetzt erkannt erst, nachdem er da abgebogen ist. Und jetzt müsste man noch ein Signal mehr stellen, glaube. Und das ist hier, dass er da rein und rausfahren kann, oder? Ist das so? Ich glaube, das ist so. Da fährt ja nur einer runter, ne? So, wieder Signale zu, Lupe an und kurz mal gucken, wie wir hier stehen. 15 Passagiere nach Gütersloh. Okay, das sieht erstmal gut aus. Und dann fährt er eigentlich bis dahin vor, aber auf der anderen Seite, er würde sowieso bis dahin vorfahren. Aber wenn er hier ist, glaube, dann würde er den blockieren, der könnte dann weiter durchfahren. Ich glaube, das ist schon so richtig. So, was macht Gütersloh? 71 Passagiere, 25 davon nach zwei Brücken, 16 über zwei Brücken. Ach, zwischen Bad ist nicht mehr Bad 9a. Okay. Egal, passt erstmal. Da kommen bestimmt auch noch Fahrgäste. So, der bimmelt da ganz gut. So, und jetzt ist es hier nur wahrscheinlich so, dass hier reichlich Gäste auch stehen, die da weiterfahren wollen. Das heißt, wir werden definitiv jetzt gleich den Zug schon mal durchziehen. Das macht anders keinen Sinn. Wo wollen die denn alle hin? Das ist die Frage. Zwei Brücken Burg wollen 48, zwei Brücken Wald, also kannst du gleich schon durchgehend dahin bauen. Gleisanlage geht schon mal hier rüber. Bis dahin können wir auf jeden Fall bauen. Und dann machen wir das so, oder? Ne, so ist schon ganz nett. Allerdings ein näher und dann noch bis dahin. So ist richtig, oder? Bahnsteig hier hin. Falsch rumgebaut. So ein Shit aber auch. Nochmal abreißen. Nehmen wir den Bagger für. Und jetzt nochmal das Ganze. Bahnsteig, der. Und den zuerst und den zuerst, dann passt's. Gut. Das bedeutet, das ist erstmal soweit gut. Hier brauchen wir natürlich dann keine Dingens mehr wahrscheinlich. Sag schon, keine Bushaltestellen, die können wir dann auf kurz oder lang auch abreißen. Und wir müssen diesem Zug ein neues Ziel geben, der auf der Linie Gütersloh zwei Brücken ist. Nee, das war jetzt verkehrt, oder? Doch, war richtig. Und der Fahrplan muss sich ändern. Fährt dann da noch hin und fährt dann da noch hin und kann dann auch von da zurückfahren und fährt dann nicht nach Gütersloh nach der Burg, sondern hierhin. So, dann ist die Linie gesetzt und dann machen wir hier noch Burg und
Hafen. Jetzt will ich wieder ein Leerzeichen dazwischen. Schuss. Regionalzug haben wir bei dem anderen Personenzug geschrieben. Naja. Gut, das haben wir erledigt. Weil dann können wir uns demnächst auch von den Kutschen hier verabschieden, weil das bringt uns auch nicht weiter, ne? Ja, die fährt jetzt noch und da ist sowieso, glaube ich, nur eine auf der ganzen Route drauf, oder? Ja. Die ist sowieso zu wenig und die können wir dann verabschieden. Dann passt's, denke ich. So, wie sieht's hier am Hafen aus? Nach zwei Brücken, Gütersloh. Also hier kommen keine von Bayreuth rüber, oder? Doch, die kommen vielleicht von Bayreuth rüber. Klar, weil die wollen ja nach Gütersloh und so. Aber niemand will nach Bayreuth von hier. So, hier kommt jetzt vielleicht der ein oder andere an. Und die Kutsche habe ich jetzt hier schon ausgewählt. 6 über Bayreuth-Waldhafen, okay. Und da komme ich jetzt nicht dran. Bayreuth-Waldhafen, okay, die wollen zur anderen Seite auf jeden Fall. Ah, warte mal, da müsste ich jetzt mal... da war gerade ein Viech. Über, nach Lüneburg wollen die, okay. Gut, dann haben wir das erst. Und dann würde ich sagen, können wir dieses erstmal zumachen. Der Zug fährt da jetzt hin. Die werden auch rüber befördert, denke ich. Wie viel hat er hier? Ach ja, tatsächlich gerade mal keinen drauf. Ne? Jetzt müssten hier aber welche stehen, oder? Ja, jetzt stehen da 6 Passagiere. Naja, er wird auf jeden Fall... Warte, wie sieht denn die Zahl aus bei ihm? Oh, mit 99 sieht sie ja mit Plus aus, ganz gut. Und hier stehen die Leute, die danach... Bad Zwischenahn, Friedrichsdorf, Gütersloh, Jena, Köln... Aber keiner nach Bayreuth will, ne? Das ist schlecht. Also es geht da nur momentan in die eine Richtung. Gut, dann würde ich aber sagen, soll es erstmal reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Nächstes Mal müssen wir gucken, dass wir hier die Kutsche noch wegmachen und gucken, warum Bayreuth hier keine Leute rüberschickt, ne? Oder machen sie ja doch. Mal schauen. Oder warum will keiner nach Bayreuth? So ist es.